Hello, my dear citizens. Hallo, meine lieben Zuschauer. Willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt, auch in diesen schwierigen Zeiten. Ich rede schon wie ein Politiker, aber nein, ich werde heute nicht politisch, ich werde auch nicht auf den Coronavirus groß eingehen, mache mich nicht drüber lustig, ich nehme ihn ernst, das sollten wir alle, aber heute möchte ich etwas Spezielles mit euch machen, und zwar habe ich das schon mal gemacht vor ein paar Monaten, aber ich habe noch eins, und zwar ein MRE, ein Meal Ready to Eat, denn Hamstern ist unsolidarisch, finde ich auch. Deswegen habe ich mir dieses MRE besorgt, das glaube ich es ist von 1993 oder 92. Ich werde es hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, hier unten einblenden. Ich hatte ja schon mal so eins und ich habe jetzt ein letztes noch in die Hand bekommen. Danke an den Sponsoren, Herr Sensemann, vielen Dank dafür. Der hat mir auch schon das andere MRI gesponsert, sozusagen, oder auf gut Deutsch geschenkt. Es ist, ich weiß nicht, ob man es gut lesen kann, ich lese es gerne auch vor, es ist ein Meal Ready to Eat, und zwar das Chicken Stew Menu Number 3 Accessory Packet A. Und zwar von der Firma Sinpack Inc. aus Cincinnati, Ohio. Da wurde dieses Teil hergestellt. Da ist wieder so ein Code drin, wo man rauskriegen kann, wie alt dieses Ding ist. Aber ich denke, es ist ähnlich wie das eine, was ich ausgepackt habe. Nämlich aus dem Jahre 1991, 92, 93, irgend sowas drum. Was ist das hier? Das ist ein Paket, was die Soldaten mitbekommen haben, damit sie während eines Kriegseinsatzes oder eines Einsatzes was zu fressen haben. Das ist vakuumverpacktes Essen für Soldaten. Ganz einfach, der US Army gibt es natürlich auch von der Bundeswehr, aber da habe ich keins. Ich packe das jetzt hier mit meinem tollen Armeemesser aus, das eigentlich gar keins ist, und auch komplett stumpf. Hier ist die Kamera. Hi. Versuchen wir das Ganze mal irgendwie auszupacken. Ich weiß genau, dass das wieder nicht klappt. Meine Assistentin hat schon eine Schere bereitgelegt. Das ist vielleicht die bessere Variante. Aber die Soldaten haben das bestimmt auf dem Feld viel besser aufgekriegt. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist etwas anderes drin als bei meinem ersten Package. Also natürlich ist ein anderes Essen drin. Chicken Stew. Das letzte Mal war es Pancakes, Pfannkuchen mit Chicken, glaube ich. Jetzt ist es ein Chicken Stew. So, let's do this. Hier haben wir den leckeren Chicken Stew. Ich freue mich schon sehr drauf wieder. Packed by American Foods Inc. Evansville. Eben war es noch Cincinnati, jetzt sind wir in Evansville. 227 Gramm Chicken Stew mit Wasser, Chicken, konzentriertes Chicken, Brühe, Karotten. Hört sich sehr lecker an. Und ich sehe schon der Code drauf, wo man das sehen kann. Nein, keine Ahnung. Inspected for the Wounds. wurde für den amerikanischen Soldaten als gut befunden. Sehr schön. Bitte? Befunden. Für gut befunden. Auch von mir. Ah, oh, ich sehe schon wieder. Ich krieg schon wieder die Klamotten. Auf jeden Fall. Das hier, was ich das letzte Mal fälschlicherweise als Schimmel bezeichnet habe, ist ein Cooker. Ein Cooker, den du irgendwie in die Sonne stellst. Ich habe es nicht ganz verstanden. Nee, du tust dir irgendwas rein und dann tust es an den Stein und dann kannst du dir das Essen auch warm machen auf dem Feld, auf dem Schlachtfeld. Das machen wir nicht. Aber es ist ganz cool, dass sowas drin ist. Warning, Operation Instructions. Ja, das ist mir zu kompliziert. So, dann schauen wir, ich sehe schon wieder den Maßregeln. Das letzte Mal, als ich das hier ausgepackt habe und auch gegessen habe, war dieser Maßregel hier das Schlimmste. Der hat geschmeckt wie Scheiße. Nach 30 Jahren, das. Ja. Ich werde nichtsdestotrotz diesen Maßregeln ebenso verköstigen. Ich werde es tun. Hier praktisch, falls wir keine Löffel haben, ein Löffel. Ja, ich hoffe, man kann das alles einigermaßen sehen. Ich packe den Löffel mal aus. Ein echter Armeelöffel, der kommt in meine Sammlung. Oder auch nicht. So, was haben wir hier? Ein Thermopack Stone Mountain. Ah, oh mein Gott, es ist die gute Peanut Butter. Es ist Erdnussbutter, hoffentlich ohne Stückchen. Ja, ohne Stückchen. Knead Package before opening.
Ah, man soll ein bisschen dran rumquetschen vorm Öffnen. Geil. So, dann haben wir Beverage Base Powder, also irgendwie da so, irgend so eine Soda Powder. Oh, das ist schon ganz hart. Ich muss gestehen, dass mein MRR die letzte Zeit nicht gut gelagert war. Es war auch öfters relativ in der Sonne. Also das ist auch nicht so cool. Wenn wir gleich trinken. Hier ist der gute Cracker. Die sind eigentlich fast in jedem MRE dabei. Der gute alte Cracker. Den checken wir mal gleich, den Peanut Butter drauf. So, was haben wir hier? Hier ist noch ein Accessoire-Pack. Das packen wir gleich aus. Vielleicht ist da auch Toilettenpapier drin. Wird heutzutage gehandelt wie Gold. Und hier, oh mein Gott. Die Beilage sind Peaches, Pfirsiche, danke. Ich wollte Pflaumen sagen. Peaches aus Sanger, Kalifornien. Wer kennt nicht die Stadt Sanger in Kalifornien? Das ist dann wohl, also Gesundheit, die Katze hat genossen. Das ist dann wohl die Beilage. So, also ich weiß gar nicht, wo man hier Schönes anfängt. Ich fange mal wieder an mit dem Cracker, den machen wir jetzt auf. Ich muss ein bisschen nach vorne kommen, dass ihr das auch alles schön seht. Ich versuche natürlich auch ein bisschen den Geruch zu beschreiben, sobald es dann anfängt zu riechen. Also wirklich gut auf. Ne? Ah, hier ist der Cracker oder beziehungsweise sogar zwei Cracker. Die sehen ja fast noch frisch aus, nach was weiß ich wie vielen Jahren. Okay. Riecht wie ein etwas älterer. Riecht eigentlich fast noch gut. Gut. Dann machen wir die Peanut Butter auf. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich beim letzten Mal Peanut Butter. Ich glaube, ich hatte da irgendeine Jam, irgendeine Marmelade habe ich da, glaube ich, dabei. Also, das ist Neuland für mich. Amerikanische Erdnussbutter. Ich rieche erstmal dran. Ja, danke. Ja, man kann es sehen. Meine Assistentin hat schon Würgereiz. Es sieht noch aus wie Peanut Butter, aber boah, sehr ölig. Oh, scheinbar schmeckt es dann doch. Also ich werde jetzt hier mal ein bisschen, ich sollte ja eigentlich solidarischerweise die Krankenhäuser jetzt nicht belasten, wenn die mir mit dem Magen ausgepumpt wird. Deswegen werde ich vielleicht nicht alles essen, aber ich werde auf jeden Fall mal reinbeißen. 30 Jahre Peanut Butter. Mit Cracker. Bon Appetit. Ja. Boah, ist nicht süß. Also an Süße hat sie nichts verloren. Der Cracker schmeckt ein bisschen modrig. Ich probiere nur, boah, ist das süß. Ich probiere jetzt nochmal den Cracker an sich. Eigentlich geht's. Also, ich habe schon schlechter gegessen. Als ich letztes Jahr in New York war, unser Frühstück war schlechter als das. Nein, Quatsch. Ah, nee, okay. Modergeschmack, Kellergeschmack vom Cracker. Aber Peanut Butter ist ganz okay. So, dann tun wir erstmal dieses Accessory Pack auspacken. Bin ich ja mal gespannt, was da drin ist. Noch geht's. Die Erdnussbutter ist noch nicht hochgekommen. Das freut mich. Oh, oh. Es riecht sehr komisch. Ah, okay, das ist ähnlich. Oh Gott, das ist ähnlich wie beim anderen Mal. Ich vergaß. Das war das Schlimmste. Der Maßregel ging fast noch. Aber dieser dreckige Kaugummi-Bubblegum war so widerlich. Ich kotze. Tabasco, das mittlerweile grün ist. Und nicht mehr. Nicht mehr so rot, wie es eigentlich sein soll, und es ist auch nicht mehr so viel drin und die Konsistenz innen drin ist auch, nicht mehr so schön, aber eine ganz süße Flasche. Die kann man irgendwo hinstellen. Der gute Taster's Choice Kaffee wieder, der war beim letzten Mal auch schon dabei. Streichhölzer, ganz wichtig am Battlefield, gehen die noch? Warum sollten die eigentlich nicht gehen? Let's try this. Okay. Nee, tatsächlich. 300 Jahre altes. Ja. Danke. Meine Assistentin hilft mir gerade hier, das zu entfernen. Dann haben wir. Was haben wir? Zucker, Dominos Zucker für den Kaffee. Wir haben ein Wet-Nap. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch. Ein frisches Tuch. Wir haben Cream.
Cream Substitute, also Sahneersatz in Pulverform. Ganz gut. Und wir haben Salz. Salz ist wichtig, ja. Und tatsächlich Toilettenpapier. Das werde ich mit Vorsicht behandeln. Denn das ist ja momentan extrem viel wert hier, eigentlich weltweit momentan. Ist das nicht geil? Original Lighthouse Toilettenpapier. Das werde ich verstecken. So, sehr gut. Dann lasst uns doch mal den Kaffee aufbrühen. Was heißt aufbrühen? Ich nehme einfach ein bisschen Wasser und tue da den guten Taster's Choice rein. Machen wir die volle Dröhnung. Wir tun nicht nur den Taster's Choice hier rein, sondern auch gleich dann den Zucker und den Creamersatz. Etwas Wasser dazu. Wir nehmen den schönen Löffel zum Umrühren. Es riecht tatsächlich wie Instant-Kaffee sofort. Kann Instant-Kaffee schlecht werden? Ich denke, es ist sehr braun. Ach nee, das ist der Löffel. Okay. Wir nehmen den Dominus-Zucker. Wir hauen natürlich gleich mal ein Päckchen rein. Ich mache ein bisschen Sorgen um den Milchersatz. Und der Cream Substitute. Wenn mein Hund hier wieder Chaos veranstaltet. Ich weiß nicht, es fühlt sich sehr klumpig an. Ui! Oh ja, könnt ihr das sehen? Das sieht jetzt nicht ganz so appetitlich aus. Ui! Na gut, das ist normales Pulver. Hier kann man das sehen. Okay, haus rein, Baby. Machen wir nicht alles rein. Wir wollen ja nicht kotzen. Also, Zucker ist drin, Milchersatz ist drin. Jetzt wird das Ganze gut gemixt, Entschuldigung. Oh, es bildet Klümpchen. Also, es klumpt extrem, wenn meine Assistentin das mal zeigen möchte. Etwas, ja genau, es ist lecker. Also der Milchersatz, den habe ich letztes Mal nicht benutzt. Ich kotze. Ich weiß, ob man das sehen kann. Nichtsdestotrotz, ein Schluck geht bestimmt. Oh, Corona. Boah. Also das letzte Mal. Bleh. Ich glaube, es ist der Milchersatz, der ist nicht mehr gut. Sogar noch mit dem ganzen Zucker, den ich drin habe, schmeckt der bitter. Also das letzte Mal hat der Kaffee besser geschmeckt. Ich stelle ihn mal hier hin, vielleicht trinke ich später noch ein Schluckchen. Was hatten wir jetzt hier? Haben wir alles gehabt? Dann lass uns doch mal den guten, etwas härteren Maßregel probieren, der auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ich glaube, hier steht ein Datum drauf. 30 2BF22. Boah, er riecht interessant. Es soll so sein, Solid Chocolate. Oh, der riecht ganz komisch. Zwar süßlich, ich rieche die Schokolade. Kennt ihr, wenn Schokolade offen ist? So riecht es nur 1000-mal schlimmer. Oh, der ist steinhart. Boah, okay. Sagen, der ist nicht mehr gut. Der schmeckt wie Erbrochenes. Am Anfang hat er fast noch ganz leicht schokoladig geschmeckt. Er schmeckt wie Erbrochenes. Kann man nicht anders sagen. Gleich mal den Geschmack runterspülen mit den Kaugummis hier. Das letzte Mal noch. Boah. Oh Gott, die waren auch schlimm. Die riechen gar nicht mehr. Das letzte Mal hat das ganze Pack nach denen gerochen, wo du das aufgemacht hast. Und jetzt rieche ich nichts. Aber die sahen genauso aus.
Pfefferminz. Ja. Es geht. Haben noch Geschmack. Okay, geht gerade schon. Aber empfehlen würde ich nicht. Aber ich habe eine schlimme Erinnerung. Aber der Maßregel ist unerträglich. So, dann wollen wir doch jetzt aber mal dieses schöne Pulver noch benutzen. Warum ist das eigentlich so fest? Warum ist da so viel drin? Ist das überhaupt Pulver? Beverage Base Powder. Direction: The salt content of the 34 Gramm mit 12 Ounces of cold water. Also, das ist wohl für nicht nur eine Dose gedacht, für ein Glas, sondern für eine ganze Flasche. Deswegen benutzen wir hier nur ein bisschen. Wir benutzen hier die gute Schere. Okay. Oh. Irgendwie ist das ganz schön verklebt. Ich muss mehr schneiden. Ich rieche mal dran. Was ist das? Das riecht Chemie. Chemie, aber es riecht nach nichts. Also nach keiner Geschmacksrichtung. Das muss kurz, dass ihr es sehen könnt. Das sieht orangelich aus. Nee. Also ich glaube, das ist pur. Ich glaube, das ist Zenit. Ich denke mal, es könnte mal Ananas oder Pina Colada gewesen sein. Steht ja nicht drauf, die Geschmacksrichtung. Oh nee. Wie, kennt ihr die Kotzfrucht? Ich glaube, so riecht es. Riecht auch wie Kotze. Ja, oh Gott. Dankeschön. Oh nee, also da graut es mir jetzt echt ein bisschen vor. Das ist doch... Es riecht wirklich wie reine Chemie. Wenn ihr eine DVD kauft und die noch in der Folie lasst und lasst ihr hinter der Autoscheibe ein paar Stunden, so riecht das. Verbranntes Plastik. Ich weiß nicht, ob ich das trinken sollte. Vielleicht soll ich vorher noch einen Kaffee trinken. Also, das sieht sehr gut aus. Und ich tropf schon. Das riecht genauso wie das Pulver. Bon Appetit! Ganz widerlich. Ich glaube, es sollte einfach Fanta sein. Es ist wohl auch. So, Wasser! Wasser! So, lasst uns den Chicken Stew. Was ist eigentlich Chicken Stew? Was ist ein Stew? Eintopf. Ein Eintopf, dankeschön. Ein Hühnchen-Eintopf. Das ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Ich freue mich schon. Nach den leckeren Getränken. Jetzt der leckere Chicken Stew. Ah, versteht, hier finde ich die Nummer, die ich die ganze Zeit suche. Chicken Stew. Ach ja, ich blend's ein, wenn ich es rausgefunden habe, von wann das ist. Ich habe ein bisschen Angst, die Konsistenz ist wabbelig. Ist ja auch Stew. Ich freue mich schon auf den Geruch. Was denn? Ach, da ist ja was zum Einreißen, hab ich gar nicht gesehen. Noch rieche ich nichts, könnt ihr schon mal sehen. Ui. Oh, es riecht. Es sieht sehr gut aus, muss ich echt sagen. Also normal, man kann das natürlich kalt und warm essen. Ich werde es jetzt natürlich kalt essen. Weil wir haben zwar diesen Cooker, aber auf dem Battlefield muss ja alles schnell gehen. Also können wir den Chicken Stew. Oh Gott. Ich denke, das reicht fürs Erste. Also man riecht tatsächlich Hühnchen. Das riecht so ein bisschen wie diese... Oh, jetzt habe ich gekleckert. Es riecht ein bisschen wie diese... Oh. Hier sieht man die Karotten, die drin sind. Erbsen. Alles Wichtige drin. Hier ist auch noch ein Stück Chicken. Also es riecht so ein bisschen wie... So ein Mikrowelleneintopf. So ein Mikrowellenfraß, so riecht's. So sieht's so ein bisschen aus. Ihr merkt schon, dass ich rede, weil ich nicht essen will. Es riecht eigentlich nicht schlecht. Ich mach mal
Dann kann man das ja sehen. Ich rieche mal etwas genauer. Oh, ne, jetzt kommt wieder dieser komische Käsegeruch durch. Da ist bestimmt kein Käse drin. Es riecht nach Käse, wenn man genauer riecht. Das ist kein gutes Zeichen. Hier sind so Art Härchen. Ah, das ist, glaube ich, ein Chicken. Ich glaube, das ist normal. Große Aufnahme. Bon Appetit. Ich probiere mal ein Stück. Aber nicht allzu großes. Oder doch? Also, Entschuldigung, wenn ich immer diese Geräusche mache, aber es schmeckt doch ein bisschen nach Chicken Stew, aber da kommt ein Käsegeschmack raus, der kann nicht normal sein. Ich mache mal das Salz auf. Ein bisschen salzen ist vielleicht ganz gut. Vielleicht schmeckt es mit Salz besser. Ein bisschen viel Salz. Na, oh. Also das Salz ist noch gut. Wir werden jetzt aber uns dem Nachtisch widmen. Pfirsiche. Pfirsichen, Zucker, Wasser, Ascorbic Acid. Acid. Ein bisschen Acid geht immer. Let's go. Ich freue mich sehr auf Pfirsich. Ich mag Pfirsich. Eistee Pfirsich. Das ist eines meiner Lieblingsgetränke. Oh, sehr flüssig. Das soll ich einen extra Teller nehmen, das ist sehr flüssig. Ich glaube, ich nehme lieber einen extra Teller dafür. Danke, Assistentin. Perfekt. Ja, der leckere Nachtisch. Okay, hier geht's auf. Sehr flüssig das Ganze, ich weiß nicht, was so sein soll. Oh Gott, ich hab Angst. Ui. Ich rieche noch nichts. Ich rieche mal. Es riecht nach Pfirsichen, nach ungesüßten Pfirsichen tatsächlich. Es riecht jetzt gar nicht so. Ich kann nicht mehr gut sein. Aber es war vakuumverpackt. Und der Sonne gelegen. Oh, das Du kommt mir nicht gut. Sorry. Es riecht wie Pfirsichkompott. Aber tatsächlich ohne Zucker. Amerikaner ohne Zucker? Ich glaube ja nicht. Ich probiere. Okay, es schmeckt wie Pfirsichkompott, der 50 Jahre im Keller lag. Ein Modergeschmack par excellence. Doch Zucker ist drin. Was machen Sie da? Ich würde es nicht probieren. Also es schmeckt nicht so schlimm wie Stu. Es hat nicht diesen Käsegeschmack. Schau mal, schmeckt es ja jemandem. Ja, man kann es essen. Oder nicht. Es hat auf jeden Fall einen sehr modrigen Fadenbeigeschmack. Ist okay. Ist okay. Ich, nach diesem leckeren Mahl benutzen wir natürlich auch das Wet Nap. Schauen wir uns das nochmal an. Ist das überhaupt noch wet? Das feuchte tatsächlich. Das ist immer wieder erstaunlich, aber wo soll die Feuchtigkeit auch hingehen? Vakuum verpackt, obwohl, keine Ahnung. Es ist feucht. Es riecht nach Feuchttuch, noch ganz normal. Nach dem Essen immer schön die Hände waschen, generell öfters die Hände waschen. Ja, das war's. Ich esse jetzt erstmal nicht mehr weiter. Ich danke schön fürs Zusehen dieses MRS. Man soll ja Essen nicht wegschmeißen, aber das hat schon lange sein Haltbarkeitsdatum überschritten, deswegen glaube ich, ist das okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Tom. Ciao.